Hallo liebe Schubert-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das SC2 mit einem Motorrad verbindet. Bleibt dran! Um das SC2 mit eurem Motorrad zu verbinden, wählt in den Einstellungen eures Motorrads die Bluetooth-Einstellungen aus. Wie hier an dieser BMW gibt es einen extra Menüpunkt für den Fahrerhelm. Um das SC2 in den Kopplungsmodus für Mobiltelefone zu setzen, betätigt die obere mittlere Taste, bis ihr hört Konfigurationsmenü. Tippt dann die Plus-Taste einmal kurz an für den Kopplungsmodus Handy koppeln. Nach wenigen Sekunden werdet ihr das SC2 hier schon auf dem Display sehen, wählt das Gerät aus und es verbindet sich nach weiteren Sekunden automatisch mit dem Motorrad. Wenn ihr jetzt euer Handy bereits mit dem Motorrad verbunden habt, könnt ihr das Handy auch als zweites Handy mit eurem SC2 koppeln. Genauso funktioniert das auch mit den GPS-Geräten. Koppelt das GPS einfach über den Kopplungsmodus GPS-Kopplung. Vielen Dank, dass ihr das Video geguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Martin. Tschüss.